Hallo zusammen, hier ist Frederik Steinmetz für Blender Diplom und heute wollte ich euch zeigen, wie man einen Old Film Look hinkriegt. Also so tut, als wäre eine gerenderte Szene oder eben schon vorhandene Footage vor 1920 gefilmt worden und das sähe dann ungefähr so aus. Das heißt also, wir haben diesen nicht ganz schwarz-weiß, sondern eher Sepia-Effekt. An den Farben könnt ihr natürlich rumdrehen, wie ihr möchtet. Wichtig sind, dass bei solchen alten Farben oder auf solchen alten Projektoren öfter solche vertikalen Streifen durchs Bild gehen. Die sehen wir hier, wenn ich da hin und her scrubbe, sehen wir die zittern durch die Gegend. Dann sehen wir hier, dass wir ein Projektor flimmern haben. Das habe ich schlichtweg über eine Lampe gelöst, deren Spot animiert ist, deren Lichtstärke. Und das Ganze natürlich dann in einem Node-Setup zusammengepackt und die Komplexität davon hält sich noch in Grenzen. Die meisten Nodes sind eigentlich ziemlicher Standard, also keine Sorge davor. Ich würde sagen, wir fangen einfach an. Dazu lade ich eine neue Blender-Datei. Dann gehe ich in einen View mit einem UV Image Editor offen und sage, ich möchte Image Open oder Alt O und dann wähle ich hier die Nummer 85. Gut. Das ist meine Datei. Wenn ich auf N drücke hiermit, dann kann ich sagen Auto Refresh und wenn ich jetzt durch die Timeline scrolle, dann bewegt sich mein Film. Gut, dann würde ich jetzt hier eine Plane erstellen, Shift A Mesh Plane und diese Footage hier hat eine Breite von 1280x720, das kennen wir ja. Also drücke ich S, X und 1,28 und dann SY 0,72. Jetzt hat das Teil auch ein Seitenverhältnis von 16:9. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, Import Image as Plane zu benutzen. Das funktioniert genauso gut, nur dass es zwischendurch nicht funktionierte wegen B-Mesh, deswegen habe ich das jetzt so gemacht. Ein Add-on, wie gesagt, gibt es Import Image as Plane, das macht dasselbe. Dann kann ich hier Apply Scale, das ist immer eine gute Idee, bevor man unwrapped. Und wenn ich dann einfach auf Hue, Unwrap gehe und das hier dann hochziehe, GY, dann habe ich diese Plane unwrapped. Und in Cycles zeigt er die im Textured Mode, in Cycles Render, zeigt er die nur, wenn sie auch dem Material zugewiesen wurde, diese Textur. Deswegen gehe ich hier in den Blender Render und importiere sie auf diese Weise. Gut, jetzt drücke ich STRG ALT und 0 und dadurch guckt die Kamera genau von oben auf die Szene. Das heißt also im Top View STRG ALT 0 zu drücken bedeutet, ich gucke genau von oben runter. Alte Film-Footage hat grundsätzlich kein 16:9. Also die ganz alten Sachen, die noch schwarz-weiß mit diesen Projektoren, die wurden alle in 4:3 gefilmt. Das heißt also, ich mache hier statt 1920 mal 1080, mache ich hier 720 mal 576. Natürlich könnt ihr die Werte anpassen. Und jetzt mit G und mittlerer Maustaste kann ich also die Kamera entlang ihrer lokalen Z-Achse bewegen und damit sozusagen rein und rauszoomen, sprich die Kamera weiter nach vorne oder nach hinten bringen. Okay, das wäre also unser Hintergrundbild. Natürlich können wir einfach hier im Use Nodes klicken, sagen Shift A Input Movie Clip und dann einfach unseren Movie Clip hier aussuchen. Allerdings ist es einfacher Input Image zu sagen und dann eben unseren Movie-Clip auswählen und ihm sagen, dass das ein Movie ist und es von mir aus 500 Frames hat. Ich bin mir nicht sicher, wie viel genau, aber das macht nichts. Lieber zu viel als zu wenig. Und da dann unsere Effekte drauf machen. Das geht genauso. Der Grund, warum ich es hier in den Render-Hintergrund mache, ist, ich bin kein großer Fan davon, Nodes zu Keyframen. Das wird unübersichtlich, finde ich. Deswegen nehme ich jetzt hier einfach mit Shift A eine Lamp Spot und den bewege ich jetzt mal ein bisschen nach oben
und schaue hier in den 3D-Raum und hier durch die Kamera an. Wenn ich jetzt auf GLSL Preview gehe, das ist unter Display, hier bei Multitexture machen wir GLSL. Und da muss ich tatsächlich das Foto dem Material zuordnen. Das heißt, also jetzt braucht die Plane ein neues Material und als Textur kriegt sie eine neue Image-Textur, die jenes Image ist. Und auch da können wir auf 500 Frames gehen. Und wir sollten vor allem dieses Licht hier löschen. Und natürlich wollen wir kein Specular auf diesem Bild haben, deswegen geben wir die Materialoption. Wenn wir Shadeless benutzen, ignoriert er unsere Lampe. Also machen wir einfach nur den Specular runter. Gut, jetzt testen wir diese Geschichte einfach mal, indem wir das Licht nehmen und dessen Intensität runterstellen. Dann wird alles schwarz. Das heißt also, ich gehe jetzt langsam höher und jetzt bewege ich das Licht darauf zu, bis hier dieser Vignetten-Effekt entsteht. Wenn ihr also 16:9 Footage benutzt, dann funktioniert diese Methode nicht. Dann müsst ihr eine Vignette benutzen, für die es aber Dutzende von Tutorials gibt. Gut, was man jetzt machen möchte, ist den Blend erhöhen. Je höher der Blend ist, desto schwächer oder desto weicher ist der Übergang von dunklem zu hellem. So, und jetzt machen wir die Energie vielleicht noch ein bisschen runter. Das könnt ihr halten, wie ihr wollt. Jetzt drücken wir mal F12. Es ist schon ziemlich dunkel. Machen Sie lieber ein bisschen hoch. 1,5, F12. Ja, damit kann ich leben. Vielleicht 1,3. Okay, das ist also jetzt unsere Grundlage für das Bild. Und der Grund, wie gesagt, dass ich das hier über diese Lampe mache, ist: Es ist übersichtlicher, wenn ich die Graphs, die zu den Animationen gehören, auf den Objekten habe. Wenn ich die auf der World habe, dann werden die immer angezeigt. Das ist, wie gesagt, eigentlich ist es kein Problem, aber es ist eine persönliche Präferenz von mir. Und ich bin eigentlich immer dafür, euch so viele verschiedene Methoden wie möglich zu zeigen. Wenn es mehrere gibt, dann zeige ich euch meistens die eher weniger offensichtliche, es sei denn natürlich, es gibt einen entschiedenen Nachteil, weil die offensichtliche ja offensichtlich kein Tutorial benötigen würde. Wenn ich jetzt hier mit der Maus über der Energie I drücke, seht ihr, ich habe einen Keyframe eingefügt. Und der Keyframe hat, wenn ich N drücke, die Koordinaten 58, das ist X, also die Zeit, und 1,3, das ist genau dieser Wert. Jetzt kann ich auf Add Modifier gehen und Noise sagen. Dieser Noise, sieht man hier, verändert meine F-Curve natürlich. Und ihr seht, jetzt schwankt dieser Wert. Nehmen wir mal einen ziemlich weit unten, das wäre hier 1,2, und einen auf einem Berg, das wäre da 1,32. Also schwankt der um 10% ungefähr. Das ist auch ungefähr das, was ich wollte, vielleicht ein bisschen mehr. Und jetzt haben wir hier zwei SCs stehen, das eine ist Scale, das andere ist Strength. Strength ist Y, das heißt also, wenn ich den höher mache, ist die Wirkung des Noises extrem viel mehr. Machen wir mal auf 1,5. Und wenn ich den Scale benutze, dann verändert sich der Abstand zwischen den Tälern oder zwischen den Bergen, wie ihr wollt. Heißt also, wir haben hier zwei Slider und beide Slider verändern den Einfluss des Noise Modifiers hier auf die F-Curve. Okay, ich denke, das reicht. Jetzt kommen wir zu den etwas wichtigeren oder sagen wir lieber etwas komplizierteren Geschichten, und zwar zu den Partikelsystemen. Und da habe ich so gelöst, dass ich diese Plane hier benutze als Partikelemitter. Das hatte ich ursprünglich so gemacht, aber da die Plane größer ist als mein Viewport, ist es Unsinn. Deswegen mache ich einfach Shift-A Mesh und neue Plane, bewege den ein klein bisschen drüber, so. Bewege sie dann in die richtige Richtung und drück Komma und skaliere sie jetzt so, dass sie den Bildausschnitt einfasst. Und wenn ihr euch das Original anguckt, dann seht ihr, ich habe drei verschiedene Arten von Noise darüber gemacht. Zwei sind einfach nur Grains und einer sind kleine Härchen. Also
Ab und zu sieht man, dass das in dem Projekt da selber ein Haar sich verfängt und dann angezeigt wird. Und das schien mir einfach eine gute Idee, das so zu machen, weil das mehr Abwechslung bringt, sozusagen. Nicht, dass jetzt jemand da sitzt und sich den Grain anguckt und denkt, oh je, der Grain, jetzt warte ich darauf, dass endlich mal wieder ein anderes Körnchen kommt. Aber persönliche Präferenz, mehr Abwechslung ist immer gut. Ich habe mir natürlich auf YouTube eine Menge Videomaterial angesehen, das mit diesen alten Projektoren abgespielt wurde, uralte Filme, echt lustiges Zeug dabei. Aber das werdet ihr mir jetzt einfach glauben müssen, dass ich das getan habe. Oder ihr guckt es euch selber an. Ich werde jetzt nicht hier zwischen den YouTube-Footage und meiner Sache hin und her springen. Also ich drücke jetzt einfach mal hier Steuerung 2 mit dem neuen Cube, den ich eingefügt habe. Gehe auf Shading Smooth, gebe dem ein Material und nenne es Dust. Dann gehen wir auf die Z-Transparenz und schieben den Fresnel hoch, sodass eben diese Kugel, den Specular will ich weg. Das heißt, dieses Ding soll so semi-transparente Staubkörnchen liefern, sozusagen. So sieht das Ding natürlich furchtbar aus. Das braucht Ecken und Kanten. Deswegen gehe ich hier mal auf eine neue Textur, mache die aus und nenne sie Disp. Für Displays, die brauchen wir nicht zu rendern. Die soll einfach nur einen Displace Modifier steuern. Also haben wir hier Add Modifier Displays und der soll Textur Disp nehmen und schon haben wir hier einen verzogenen Würfel. Dessen Displacement kann man natürlich jetzt noch modifizieren. Wir können hier 3 machen, wir können Stärke runternehmen und wir können den natürlich zum Beispiel in Y-Richtung skalieren. So. Der muss nicht ganz so dick sein. Das heißt also, da ich ihn jetzt von oben gucke, rotiere ich den mal um 90 Grad und da wir die Kanten von dem Ding nicht ordentlich rendern, können wir den Displacement ruhig ziemlich hoch setzen. Und wir können dann rein in die Textur und uns die etwas größer machen. So. Aber bevor wir hier zu sehr in den Texturoptionen rumspielen, gehe ich jetzt einfach mal noch in die Modify-Option zurück und sage statt Texture Coordinate Local, Global. Das verändert sowieso das Aussehen der Textur erstmal. Und der große Vorteil ist, ihr seht, wenn ich das jetzt durch die Gegend schiebe, dann wobbelt das so. Es mutiert sozusagen. Ich mache es noch ein bisschen höher. Und jetzt kann ich die Texturgröße nochmal anpassen. So sieht es eigentlich ganz vernünftig aus, wenn nicht sogar noch kleiner. So. Und wenn ich das Ding jetzt verdopple, selbst wenn ich es mit Alt-D verdopple, was Renderzeit spart, sehen wir, wenn ich das durch die Gegend schiebe, habe ich verschiedene Klümpchen. Heißt also, nennen wir die Dinger ruhig mal Dust. Steuerung C und dann mit der Maus hier drüber Steuerung V und Steuerung V. Und davon kann ich ruhig mehrere machen. Und solange ich die an unterschiedlichen Stellen im Raum habe, haben die ein anderes Aussehen. Das ist schon mal eine sehr praktische Sache. Da ich all diese Dinger hier als Partikel benutzen möchte, wähle ich alle an, drücke Steuerung G und dann kann ich hier den Namen der Gruppe auswählen und auch hier gebe ich Dust ein. Gut, jetzt können wir hier also diesem Partikelsystem sagen, ich möchte, dass die Gruppe Dust als Partikel benutzt wird. Sind die natürlich ein bisschen klein, deswegen einfach mal Size hochdrehen. Und jetzt sind sie zwar immer noch klein, aber sie sind sehr uniform. Zunächst mal stehen die mit dieser Achse nach oben, also mit der Längsachse nach oben. Und theoretisch könnte man jetzt einfach sagen, Steuerung A und sagen Apply Rotation, das würde dieses Problem lösen. Problem ist, das sind Multi-User-Meshes. Das ist ganz wichtig, dass man sowas unterscheidet. Cube 001, Cube 001, Cube 001. Das heißt, es sind verschiedene Objekte, die aber die gleichen Vertizes haben. Sprich, die teilen sich die Mesh-Data, den Data-Block hier. Deswegen kann man mit dem Mesh-Data-Block nur eine limitierte Zahl von Sachen machen und zum Beispiel auch nur ein Material geben. Jetzt gibt es die Möglichkeit, ich könnte hier einfach rein R90 im Edit-Modus drücken, das dreht alle. Und genauso dreht es auch die
auf dieser Leinwand oder auf diesem Partikelsystem hier. Weiterer wichtiger Punkt ist natürlich die Uniformität der Größe. Das ist natürlich furchtbar. Deswegen schrauben wir die ruhig mal eine gute Ecke höher. Und das sind zu viele. Also so würde unser Bild aussehen, als hätte es Pickel gekriegt. Trotzdem erhöhe ich die Anzahl auf 2000, aber ich mache die Lebenszeit auf einen Frame. All diese Punkte entstehen dadurch, dass auf Einzelbildern beim Entwickeln, beim Fotografieren und so weiter, da war Dreck irgendwo. Auf jeden Fall, damals war man noch nicht so sauber, die Chemikalien waren anfälliger, das heißt also die Chance, dass da irgendwo Dreck drauf kommt, war einfach sehr hoch und dieser Dreck ist dann meistens tatsächlich auf einem Einzelbild des Films. Und deswegen benutze ich hier eine Lifetime von nur einem Frame. Ihr könnt die hochschrauben, wenn es euch zu sehr flickert, das ist egal. Das kann man halten, wie man möchte, man kann die sogar randomisieren, aber das halte ich für übertrieben. Beziehungsweise, wenn man das natürlich möchte, muss man eine Lifetime von mehr als 1 geben. Dann sollen die nicht nach oben schießen, die sollen schlichtweg da sitzen bleiben, wo sie geboren wurden und direkt wieder sterben. Das ist also das Partikelsystem Dust. Und dann gibt es noch so ausgelatschte, sage ich mal. Ich rede hier von diesen Feldern, die entstehen dadurch, dass eben Teile des Films, da war die Chemikalie nicht ordentlich, hat nicht ordentlich gewirkt oder der Film war schon zu alt, sodass eben hier schlecht belichtete Regionen entstehen von Bildpunkten, die einfach nur ja, weiß sind, die einfach nicht in der Lage waren, das Bild abzulichten, das geschossen wurde. Und das werden, ganz ähnlich wie diese Gruppe hier, werden das andere Partikel sein. Ich kann die aber trotzdem weiterverwenden, nur diesmal kann ich nicht Alt-D drücken. Der Grund ist schlichtweg, dass sie ein anderes Material brauchen. Deswegen gebe ich ihnen jetzt hier ein anderes Material und das ist auch, nenne ich Gray. Das ist einfach nur ein shadeless graues Material. Also das hier sollen sozusagen Flatschen werden. Jetzt könnte ich theoretisch auf dieser Plane natürlich ein zweites Partikelsystem erstellen, das möchte ich aber nicht. Erstmal machen wir hier den Emitter aus. Der Grund dafür ist, diese Sachen sollen auf verschiedenen Layern liegen, sodass ich sie einzeln übereinander packen kann. Der eine soll zum Beispiel mit Multiply drüber, damit er dunkler macht und das Partikelsystem hiermit, das diese hellgrauen Dinger abscheidet, so, das soll da nicht mit derselben Transformierweise, also mit demselben Blending Mode rüber, sondern mit einer anderen. Und deswegen tue ich jetzt diese Plane hier auf Layer 2, M2, und dann verdopple ich sie, Shift-D, und move sie auf Layer 3, also jeweils M gedrückt. Und in die gehe ich jetzt rein und mache ein neues Partikelsystem, da sage ich einfach hier auf die 2, nenne das jetzt Bleich von mir aus, völlig egal wie man das nennt, und gehe jetzt in die Optionen. Die hier sollen jetzt nicht mehr in der Gruppe Dust sein, deswegen schauen wir einfach mal, weg mit. Mal sehen, ob das mit allen gleichzeitig geht. Nee, Alt-G würde sie an den Ursprung tun. Nicht sicher, deswegen einfach alle weg und Ctrl-G, neue Gruppe, Bleich. Wegen Ausbleichen. Okay. Das heißt also, ich gehe jetzt mal nur auf Layer 3, damit mir klar ist, welche Plane ich hier benutze und nehme jene. Jetzt gibt es noch ein paar andere Sachen, die man machen kann. Man kann die Brownian hochstellen. Das bringt natürlich herzlich wenig, wenn es keine Bewegung gibt. Die brownsche Teilchenbewegung ist Diffusion, das heißt also alle Teilchen über minus 273 Grad Celsius, also 0 Grad Kelvin, bewegen sich in irgendeiner Form. Wenn sie aber nur einen Frame leben, kriegt man das nicht mit. Wenn wir also die Rotation beeinflussen wollen, und das halte ich für keine schlechte Idee, dann müssen wir auf eine andere Weise vorgehen. Und zwar einfach, indem wir hier Rotation sagen, dann Normal, Random, Phase und Random. Das sollte dazu führen, dass unsere Teilchen sich bewegen. Mit sich bewegen meine ich natürlich nicht jedes Mal die gleiche Rotation haben. Okay,
Das gleiche sollten wir natürlich auch hier machen. Rotation an und einfach die Random Factors hoch. So. Und da wir gerade dabei sind, die Layer zu organisieren, können wir die auch gleich mal erstellen. Also das hier werden mein Hintergrund, also die Original Footage. Dann nenne ich das hier meinen White Noise. Und dann habe ich noch einen Black Noise. Und die sollen sich wie folgt verteilen. Hier ist das originale Bild. Das muss also hier Layer 1 sein. Layer 2 sind meine dunklen. Also sage ich, mein Black Noise ist Layer 2. So. Und mein White Noise soll Layer 3 sein. Und ich möchte gleich noch ein Objekt, das zum White Noise dazugehört, erstellen. Das mache ich dann auf Layer Alt 3. Und mit einfach sozusagen diese beiden 1, diese beiden 2, die beiden sind 3. Und gehen wir mal auf Layer Alt 3 und Shift A Mesh Plane SX und machen die einfach sehr schmal. Und geben der ein Material, das recht hell ist, wieder kein Specular. Und dem geben wir eine Textur und zwar Musgrave. Musgrave ist sowas wie sehr weiche Clouds, das heißt, kann ruhig sehr viel höher und vielleicht sogar den Kontrast etwas erhöhen. So, vielleicht das hier nicht ganz weiß, bisschen dunkler. Okay, die Dinger sollen ja jetzt durch die Gegend flitzen. Also mit die Dinger meine ich natürlich, nachdem ich mehrere davon gemacht habe. Drei Stück müssen reichen. Und die einfachste Möglichkeit, sie dazu zu kriegen, ist mit einem anderen F-Curve Modifier. Und zwar brauche ich dazu erstmal einen, also ihr seht, hier kann man nicht Add Modifier auswählen, das liegt daran, dass ich einen brauche, eine F-Curve, auf die der Modifier kommt, also sage ich E-Location. Es geht mir nur um die X, also kann ich Y und Z gleich löschen. Und jetzt können wir hier Add Modifier aussuchen, wieder Noise. Jetzt zoomen wir mal ein bisschen rein und jetzt bewegen wir den zu einem der höchsten Täler hier. Berge sollte ich besser sagen. Und jetzt können wir die Scale anpassen. Ihr seht also, das hier ist noch nicht sehr weit in X-Richtung. Das können wir ruhig noch höher machen. Wir wollen schließlich, dass der praktisch über das ganze Bild fährt. Mal ein bisschen rauszoomen. Ja, jetzt fährt er nicht nur praktisch über das ganze Bild, jetzt fährt er tatsächlich über das ganze Bild. Schauen wir mal, so. Also etwas kleiner. Das kommt natürlich auch stark darauf an, wie groß eure Szene ist. Vielleicht sollten wir hier mal nur 15 draus machen. Es sollte so sein, dass er lieber ab und zu rausspringt, als dass er die ganze Zeit im Bild ist und nie an den Rand kommt. Also sonst wird es merkwürdig. Jetzt die Frage, ob der in jedem Frame springen soll oder ob der sich mehr bewegen soll. Ich würde sagen, irgendwo dazwischen, also stelle ich die Scale von 1,5. Ich glaube, wenn man sich das hier so anguckt, sieht man ja, dass dieser Berg hier übersprungen wird. Das ist Frame 8, das ist Frame 9, der Berg lag irgendwo in der Mitte. Das heißt also, wenn ich jetzt meine Scale ändere, dann liegt der Berg auf einmal auf einem Frame und mein Stab hüpft erstaunlich viel weiter. Also das ist auch nicht ganz im Sinne des Erfinders. Macht die Sache ein bisschen schwieriger zu handhaben. Aber ich denke, das kriegen wir hin. Okay, gut. Jetzt können wir da dieselbe Action auswählen wie auf diesem hier. Dann brauchen wir das nicht nochmal einstellen. Und das ging früher einfach hier über einen Action-Dropdown. Das geht nicht mehr, das ist nicht mehr ganz so leicht. Man muss hier in den Dope-Sheet rein, im Dope-Sheet Action-Editor auswählen und dann kann man hier die Plane.005 Action auswählen. Dasselbe mache ich nochmal hier, Plane.005 Action. Und jetzt ist der wichtige Punkt, dass das eine eigene Action ist, sonst wären die ja alle an derselben Stelle. Deswegen hier Single-User draus machen. Zurück in den Graph Editor gehen. Wenn ich jetzt natürlich hier drin rum scrubbe, dann sind die alle an derselben Stelle.
Und natürlich ist man es gewohnt, dass wenn man so ein Noise Wiggle oder was auch immer hat, dass man dann einen Seed Input hat, der heißt hier Phase. Nicht ganz sicher, warum der nicht Seed heißt, wie bei den anderen auch, aber soll uns nicht kümmern. Phase 1, 2, 3 verteilt diese drei Streifen. Natürlich könnt ihr mehr Streifen nehmen, weniger dicke, dünnere, wie ihr möchtet. Ich lasse jetzt einfach mal auf dieser Einstellung. Ihr seht, es kommt sogar selten vor, dass alle drei überhaupt im Bild sind. Also wenn euch das nicht gefällt, 3,9 in der Strength einfach etwas runterstellen, sollte dieses Problem beheben. Ich lasse es jetzt einfach mal so. Dicker, dünner, kann man sie machen, wie man möchte. Okay, 3, 2, 1 an, also immer mit Shift natürlich. Und dann rendern wir das so einfach mal. So, natürlich sehen wir nicht viel Unterschied, weil wir die Layer noch nicht übereinander haben im Compositor. Aber dazu sind wir jetzt bereit. Steuerung Pfeil nach links bringt uns zurück in den Composition Viewport Setting. Und wir können einfach das hier mal zur Seite schieben und sagen Input Render Layers. Und dann wählen wir hier statt Background den Black Noise und Shift D tut es natürlich auch und statt Black Noise den White Noise. Gut. Und jetzt ist eigentlich unsere Kreativität, es sind nicht viele Grenzen gesetzt. Alles, was wir tun müssen, ist eine sinnvolle Methode finden, diese verschiedenen Noise-Arten über das Bild, über das ursprüngliche Bild drüber zu legen. Die einfachste Methode ist natürlich immer eine Color Mix Node, ich die dazwischen ziehe und dann das als unteren nehme, dann mixe ich die beiden Bilder zusammen. Wenn ich Control Shift halte und hier drauf klicke, erstellt Blender automatisch einen Viewer, der mit diesem Image-Ausgang verknüpft ist. Und jetzt kann ich hier auf Backdrop klicken und dann haben wir das als Hintergrund. Und ihr seht, hier ist transparenter Hintergrund, sehen wir. Aber wenn ich die mit Mix übereinander tue, dann ist das eben nicht mehr der Fall. Was man machen kann, ist zum Beispiel in Shading auf Premultiplied gehen oder Straight Alpha, ist egal. Hauptsache Sky aus. Aber auch das ist nicht der wichtige Punkt. Der wichtige Punkt ist, dass diese Mix Nodes Alpha-Kanäle ignorieren. Wenn man da wirklich mit Alpha arbeiten will, braucht man eine Alpha-Overnode. Aber auch das ist nicht das, was ich möchte. Was ich einfach möchte, ist, ich stelle das auf Multiply. Auf diese Weise macht es die schwarzen schwärzer und die anderen lässt es. Ich mache mal den gesamten Horizont weiß und stelle bei den Render-Layern das Sky aus. Das heißt also, ich gehe hier in die Layers rein und sage, ich möchte keinen Sky, ich möchte keinen Sky und ich möchte hier Straight Alpha oder Pre-Multiply, das ist egal. Wenn ihr euch ein bisschen Renderzeit sparen wollt, macht natürlich nicht so viel aus. Wir brauchen weder Shadows noch Raytracing und kein Subsurface Scattering. Okay, dann rendere ich das nochmal. Und jetzt sieht es so aus, dass wir diesen Noise hier, ich mache mal die Transparenz an, der macht das gesamte Bild auf einmal schwarz. Grund ist, Multiply sieht Alpha als schwarz an und nicht als Transparenz. Das heißt also, wir können jetzt hier, gibt es mehrere Methoden, wie wir das machen. Ich denke, die einfachste ist einfach hier unter Color einen Alpha Over zu benutzen. Ich mag diese Blend Modes lieber als Alpha Over, weil Alpha ab und zu komische Sachen macht, während in der Multiply Node schwarz immer schwarz ist und weiß immer unsichtbar. So, jetzt sind die da drüber. Gut, dann gibt es natürlich eine Menge Methoden, wie man diesen Film jetzt auf Sepia Color kriegt. Die einfachste würde ich behaupten, ist eine Mix Node zu nehmen, dann hier irgendeine bräunliche Farbe auszuwählen und als Transfer Mode einfach nur, ich zoome hier mal ein bisschen rein, damit man das besser lesen kann, Color auszuwählen. Schon ist der Sepia. So, ich habe hier noch ein paar kleine Einstellungen verändert. Der Hauptteil war es, diese schwarzen Linien hier schmaler zu machen. Das könnte ich wahrscheinlich sogar noch stärker.
Und ein anderer Teil war es, die Partikelanzahl hier zu erhöhen und die weißen größer zu machen, damit diese Kleckse hier einfach besser zu sehen sind. Also das sind so eine Art verbrannte Stellen und die sollten recht groß sein. Man kann die natürlich ein bisschen in der Helligkeit bzw. hier in der Deckkraft erhöhen oder herabsetzen. Eine Idee ist es noch, diese alten Projektoren, die hatten ja meistens Dreck auf der Linse. Das heißt also hier in dieser Plane zum Beispiel, das ist egal welches Objekt, kann man ein Material hinzufügen. Das Ding wird ja sowieso nicht gerendert und deswegen kann man dem eine Textur geben, Clouds. Und die nennen wir hier mal Dreck für Dreck auf der Linse. Und jetzt kann man hier Shift A Input Texture wählen und jetzt diese Drecktextur auswählen. Hier. Und wenn ich die mit einem Color Mix da drüber lege, so, und den auf Screen stelle, dann wird die ganze Szene hier weißer gemacht. Natürlich ist das viel zu viel, deswegen streuen wir den Faktor mal runter. Und ich möchte natürlich die Größe hier verändern. Die ist mir viel zu klein. Und vielleicht sogar den Kontrast, das kann man hier drin machen. So, und ganz wichtig, diesen Faktor hier möchte ich auf relativ klein stellen. So ist besser. Vielleicht sollte man hier sogar eine Rampe benutzen. Und nur so zur Sicherheit drehe ich das Alpha von dem Schwarz ganz auf. Und ändere das Weiß auch ein bisschen Richtung Sepia. Okay. Ein Bild, das so groß ist, sollte auch eine Vignette bekommen. Und ich mache jetzt einfach mal eine etwas ungewöhnliche Methode der Vignette. Tippe ich mal. Und hier kann ich Blend auswählen. Und bei dem Type auf Spherical gehen. Und wenn ich jetzt einfach mal das hier in den Viewer tue, so, und hier natürlich unsere Vignette auswählen, dann sehen wir haben eine Vignette erstellt. Und wenn ich jetzt dieses Ding verdopple, da reinziehe, die Vignette muss in den unteren Teil, das da rein und auf Multiply stelle, haben wir eine Vignette. Jetzt können wir mit den Colors in der Color Ramp die Farben beeinflussen. Also zum Beispiel so macht den weißen Teil größer und so den schwarzen. Und wenn ich das hier auf Easing stelle, auf Ease, dann wird der Feather von dem Ding größer. So. Und was das jetzt macht, ist, das multipliziert Schwarz auf diesen Klecks, den wir hier haben. Also diese Flecken auf dem Bildschirm werden also zum Bildschirmende weniger. Und das liegt einfach daran, dass ich denke, dass wo die Vignette ist, ist weniger Schwarz. Und ihr könnt natürlich hier jede andere Form wählen, wenn ihr wollt. Ist auch einfach nur ein Tipp. Und jetzt möchte ich diesen Multiply aber auch über das gesamte Bild haben. Das wäre dann so der Fall. Und hier möchte ich einen größeren Faktor. Und vielleicht sollten wir hier den Weiß-Part doch höher stellen. Okay. Das gibt uns einen Vignetten-Effekt. Ich finde auch der Faktor hiervon ist noch... Der Faktor hier kann ruhig hoch, aber der Faktor hier ist zu hoch. Wir wollen hier nur ganz leicht angedeutet, dass hier Schmutz auf der Linse ist. So, das würde ich sagen war's. Man kann natürlich eine Menge anderer Sachen machen. Man kann zum Beispiel diesen Schmutzeffekt hier, den kann man da reinbringen, bevor die schwarzen Streifen da reingehen, weil nämlich auf diese Weise schwarzen Streifen auch vom Schmutz überdeckt werden und ich bin nicht sicher, ob das realistisch ist. Ich weiß nämlich ehrlich gesagt gar nicht, wo die schwarzen Streifen herkommen,
Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob die über dem Schmutz liegen müssten oder unter dem Schmutz. Darauf will ich jetzt nicht mehr weiter eingehen. Es ging mir nur um den Workflow, wie man ein Partikelsystem erstellt, wie man eben diesen Grain hier analysiert. Und was ich nicht gemacht habe, ist ein Partikelsystem für die Haare erstellen. Deswegen zeige ich euch nur mal ganz kurz die Theorie davon. Ich denke, den Rest könnt ihr selber umsetzen. Ich nehme eine Bézier Curve, verdoppel die und dann nehme ich einen Curve Bézier Circle. In dieser Curve gehe ich auf die Curve Options und sage als Bevel Object unseren Bézier Circle. Das gibt den Dingen Rundes. Jetzt ist es so eine Art gestretchter Zylinder. Und wenn ich jetzt hier die Bézier Curve als Taper Object nehme, dann seht ihr, entlang dieser Curve wird das Ding dünner. Und zwar ist 100% von dem hier entsprechen 100% von dem hier, egal wie lang ich den mache oder wie kurz. Und der Abstand von diesem orangenen Punkt bestimmt die Dicke. So zum Beispiel. Und jetzt sind Haare meistens, haben nur eine Krümmung, deswegen tue ich die jetzt mal so dahin. Und wenn ihr dieses mehr linear haben wollt, dann könnt ihr natürlich auch die Vektoren ausschalten, aber so habe ich jetzt ein Haar gemacht. Da muss man natürlich die Größe anpassen und spaßiger und praktischerweise kann man tatsächlich Bézier Curves als Partikel benutzen. Und für das Material auf den Haaren habe ich schlichtweg ein bräunliches Material genommen und die Transparenz, den Fresnel, stark hochgestellt. Und auch den Blend des Fresnels. Okay, das war's eigentlich schon für die Haare. So, wie gesagt, die Möglichkeiten hier drin rumzuspielen sind praktisch unendlich. Deswegen werde ich an dieser Stelle sagen, okay, jetzt haben wir genug gemacht und den Rest überlasse ich eurer Fantasie.